Ich möchte jetzt unser nächstes Panel vorstellen. Das ist Johanna Kandl, sie sitzt schon hier, und Barbara Steiner. Johanna Kandl ist Künstlerin hier in Wien und Barbara Steiner ist einerseits Direktorin im Kunsthaus Graz und sie ist auch seit vielen Jahrzehnten Kuratorin. Und heute ist sie noch in einer privatbiografischen Rolle hier, aber dazu gleich. Also Johanna Kandl hat zurzeit eine Ausstellung im unteren Belvedere und ich würde sagen, es ist eine schon jahrelang andauernde künstlerische Recherche, Artistic Research zu Malmitteln und Materialien in der Malerei. Es ist eine sehr intensive und wirklich gründliche Auseinandersetzung, die Johanna Kandl da schon seit vielen Jahren betreibt. Und im Zuge dieser Recherchen habe ich ein Porträt über sie gehört im Radio. Das ist schon einige Jahre her, als sie eine Ausstellung in Klosterneuburg gezeigt hat, in der Sammlung Essel. Und dieses Radioporträt war sehr interessant, weil Johanna viel gesprochen hat über ihre Familie und über den Malmittelhandel oder den Malereibedarf ihrer Eltern und woher dieses Interesse auch, oder wo dieses Interesse vielleicht schon begonnen hat und wo schon die Grundsteine gelegt wurden, vielleicht auch schon für eine künstlerische Karriere. Das hat mich sehr inspiriert und seitdem habe ich eigentlich gedacht, ach, das wäre super, mal mit der Johanna Kandl so ein Gespräch zu machen. And here you go, jetzt ist sie hier. Und dann gab es auch einen sehr guten Text von Barbara Steiner im Zuge dieser Ausstellung in der Sammlung Essel, die ihm schon Jahre zurückliegt. Und die Barbara Steiner hat in diesem Text sehr privat und mit biografischen Bezügen geschrieben über ihren Großvater, der in der Harzgewinnung tätig war. Und dazu wird sie heute auch noch mehr sprechen. Und das hat mich auch sehr interessiert. Und dann habe ich gedacht, na, am besten wäre eigentlich, wenn wir die beiden zusammenbringen und auf einem Podium sitzen und dann sollen die sprechen miteinander darüber. Und jetzt ist es hier auch noch ein dritten Gast, aber das möchte ich dir, Johanna, nicht vorwegnehmen, dass du den dritten Gast am Panel dann vorstellst, wenn ich dir das Mikrofon übergebe. Weil dieser Herr, der Herr Bernhard Kaiser, auch eine wichtige Rolle spielt in den Recherchen von der Johanna Kandl. Ich habe jetzt kurz erzählt, warum ihr hier seid und es wird auch um das Thema Nebenerwerb, also einfach um ökonomische Aspekte gehen. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, bei dir Barbara und bei dir Johanna, dass ihr die Einladung angenommen habt und heute hier seid. Und freue mich jetzt schon sehr auf euer Gespräch. Herzlich willkommen und the floor is yours. Ich lasse euch eins da, Barbara. Okay. Ja, dann stelle ich gleich einmal den Herrn Kaiser vor. Der Pecher sozusagen aus Weidmannsfeld, der mir das gezeigt hat und der ganz viel weiß und wo ich wirklich wahnsinnig froh bin, dass er da ist, weil wir reden ja ein bisschen von den, wie die Halbblinden von der Farbe, sagen wir mal so, nicht wie die Blinden von der Farbe, aber wie die Halbblinden von der Farbe. Obwohl das sozusagen eine, bei beiden von uns eine biografische Notiz ist, das Terpentin, trotzdem ist es, oh, Entschuldigung. Es ist wahnsinnig schön, dass der Herr Kaiser jetzt da sein kann. Der wird sicher auch über viele Details erzählen können. Aber vielleicht erzählst du jetzt einmal, Barbara, wie wir da jetzt zusammenkommen sozusagen. Ja, es ist eine sehr schöne Runde. Ich habe Herrn Kaiser auch heute kennengelernt, aber wir waren sofort mitten im Gespräch, weil das, was er mir erzählt hat und das, was er bis heute nach wie vor betreibt, das ist das, womit ich aufgewachsen bin, nämlich mit dem Pechen. Und bei mir war das so, dass mein Großvater der Pecher war und ich war, das war in den 70er Jahren, und als Mädchen bin ich dann immer mit ihm mit und war sehr fasziniert davon. Und das hat verschiedene Gründe, warum ich so fasziniert war, aber jedenfalls Johanna wusste von der Geschichte und das ist genau der Punkt. Eines Tages ruft sie mich an und sagt, sie steht im Wald. Im Wald, und das ist in der Nähe von meinem Geburtsort, der heißt Dörfles, das ist in Niederösterreich. Und sie hat jetzt diese Ausstellung beim Essel und sie macht einen Katalog und ich muss einen Text schreiben. Und ich hatte damals überhaupt absolut keine Zeit, aber sie hat genau gewusst, wie sie mich ködern kann. Nämlich sie hat mich mit meinem Großvater geködert und meinte, dann kannst du ja über deinen Großvater schreiben.
Und das war so ein sentimentaler Moment, und in diesem sentimentalen Moment habe ich zugesagt. So, also jetzt gibt es die sentimentale Ebene und es gibt die nicht so sentimentale Ebene, und das führt dann wieder zu dem, was Johanna wahrscheinlich über das, oder ganz sicher, über das Farbengeschäft ihrer Eltern sagen wird. Also zum einen diese Begeisterung, also mich hat das deshalb so begeistert, weil man geht in den Wald. Das hatten wir heute schon von Hubert gehört. Also man ist dann wirklich in der Natur und mit der Natur. Und ich bin mit der aufgewachsen, denn das Wohnhaus war eigentlich direkt vor dem Wald, also am Waldrand. Und das Harz, also das Pech, es riecht sehr gut. Also es ist wirklich etwas, was, es hat auch unglaublich tolle Farbe. Also wenn das Licht da drauf oder durchscheint, das ist sehr faszinierend auch für Kinder. Und das trifft sich, wie der Kaiser hat ja heute schon mir erzählt, dass er jetzt mehr und mehr eingeladen wird, nach Wien zu kommen und dann in der Stadt etwas aufzubauen für die Wiener Kinder, für die Schulkinder. Also diese Faszination, also offensichtlich trifft das nicht nur auf mich zu, sondern auch auf andere, und dass es wieder eine Nachfrage plötzlich gibt. Aber jetzt zurück sozusagen zu meinem Wald und zu meiner Kindheit. Mein Großvater war wahrscheinlich einer der letzten Pächter, die es überhaupt gegeben hat. Denn in den 70er Jahren ist der Bedarf nach dem Pech aus der Region, und da rede ich jetzt tatsächlich, also Herr Kaiser, es ist nicht weit von uns entfernt, aber ich spreche jetzt von dem Gebiet bei der Hohen Wand, also so westlich von Wiener Neustadt. Und mein Großvater, der war nicht nur, also Nebenerwerb ist ja das Thema, der war nämlich nicht nur Pächter, sondern der war Kleinbauer, der war Sauschneider, der war Jagd- und Waldpächter. Der hatte dann auch das, was Hubert erzählt hat, also auch, wie kann man vom Wald leben. Also dieses Agroforest, das hat er auch letztendlich in einem sehr kleinen Stil so betrieben, und er war auch noch Hilfsarbeiter in einem Schwellenwerk, Bahnschwellen. Das ist eigentlich eine hochgiftige Angelegenheit gewesen. Und als Hilfsarbeiter hat man genau diese Aufgaben übernehmen müssen, die wirklich auch gesundheitsgefährdend gewesen sind. Also das heißt, mein Großvater ist genau an so einer Zeitenwende. In den 70er Jahren gab es in Österreich auf dem Land enorme Transformationen. Und diese Transformationen, das heißt, es sind bestimmte klassische Tätigkeiten ausgestorben, und das hat damit zu tun, beim Pech konkret, dass es andere Produkte, es gab Produkte, die kamen aus Portugal, aus der Türkei, also sie waren einfach billiger, und weil sie billiger waren, wurden sie mehr nachgefragt, und in der technischen Chemie gab es dann auch eine Reihe von Erfindungen, die den Einsatz, also wo man vormals Pech eingesetzt hat oder Harz oder jetzt Terpentin oder Kolophonium, das als verarbeitetes, das hat man dann nicht mehr in diesem Maße gebraucht. Und damit ist auch eine ganze Profession gestorben. Was aber auch, da können wir sicher später noch darüber sprechen, diese Frage, muss ich einen Nebenerwerb machen oder kann ich ihn machen? Weil heute das auch wieder hoch im Kurs ist, die Frage des Nebenerwerbs. Habe ich einen Haupterwerb, und was ist dann der Nebenerwerb, oder habe ich nur Nebenerwerbe? Und bei meinem Großvater würde ich sagen, das waren nur Nebenerwerbe, die auch ganz signifikant waren. Also diese persönliche Geschichte von mir ist eigentlich eine Gesellschaftsgeschichte, die von einer ganz bestimmten Zeit und einer ganz bestimmten Transformation auch in den sozialen Beziehungen, in den ökonomischen und sozialen Beziehungen spricht. Und das ist jetzt, glaube ich, schon die Einleitung für dich, oder? Ja, kann man sagen. Also da sieht man die zweite Seite der Terpentinökonomie. Das ist das Geschäft von meinen Eltern. Ja. Also das hat existiert bis Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ein sehr schlecht gehendes Geschäft, grauenvoll. Mein Vater hat eine Farbe gemacht, die hieß Resistenta. Die hat natürlich nicht lang gehalten. Wenn was resistenter ist, hält es nie lang. Das weiß man schließlich. Ja. Also es war irgendwie ein Drama. Und dort wurde aber etwas verkauft, und zwar das gute Neustädter Terpentin. Also es sozusagen das Wort, also Wiener oder Neustädter Terpentin war sozusagen ein Gütesiegel. Ja.
es gab unglaublich viele gepächte Bäume noch, also wenn man sozusagen Richtung Süden gefahren ist von Wien, die sogenannte Neunkirchener Allee, sind auf jeder Seite die gepächten Bäume. Harz der Bäume. Entschuldigung, aber es ist sowieso ganz interessant, weil in Deutschland heißt der Pecher Harzer. Also du hast natürlich recht. Also es ist, ein Harzer ist in... So, jetzt weiß ich nicht, wie komme ich da weiter? Entschuldigung, jetzt irgendwie... Irgendwie ist da was. Das Kabel ist irgendwie... Na gut. Es will nicht. Oh. Ach so, du hast die ein Einzelnen. Welches? Ja, das ist egal. Du, dann gehen wir halt so. So, da haben wir noch einmal das Geschäft. Das ist ja so. Man muss sich diese Gegend der Bäume, der Pechbäume, ist natürlich eine ganz, also für mich halt eine ganz wunderschöne. Ich habe so, jetzt zeige ich einmal die. Also das ist sozusagen ein bisschen eine Karte, da sieht man ein bisschen eine Karte dieser Pechbäume. Ja. Ganz interessant ist, es gibt verschiedene Varianten, das ist auch das, was mit dem Über gemeinsam ist, dass viele dieser Pechbäume oder dieser Föhren keineswegs ein natürlicher Bestand sind, sondern ein künstlich angelegter Baumbestand. Es gibt verschiedene Varianten. Die häufigste Variante, die man hört, ist, dass es Mare Theresianisch ist. Die andere Variante, die wahrscheinlich noch logischer ist, ist, dass es schon aus dem 16. Jahrhundert diese Anlage dieser vielen Bäume, vor allem im Wiener Feld, ist. Es geht auch darum, also im Steinfeld, eigentlich um dasselbe, worum es in Wüstengegenden gibt, nämlich diese Heide zu verfestigen. Also das ist sozusagen. Aber es gibt diese Stellen, diese. Wie komme ich da weiter? Also ja, so geht's jetzt. So, ja, habe ich da. Gut, okay. Ja, also jetzt zeige ich ein bisschen von der. Also das ist zum Beispiel. Ich kriege das irgendwie nicht so richtig hin. Na gut. So. Also diese Gegend, wo die Föhren stehen, ist so eine Gegend, die so sehr interessant ist. Also es gibt sehr viele Bilder davon. Also es war so eine Gegend, wo auch viele Künstler hingegangen sind. Es ist aber auch eine sehr industrielle Gegend, also eine wirklich ganz interessante Gegend, ganz, ganz nahe an Wien und deswegen auch so besonders wichtig, weil man konnte ja alles gut transportieren. Es war ja nicht weit weg irgendwo. Das Ganze ist ja nur 50 Kilometer weit von Wien, also man kann da ganz leicht hin. Ja, okay, gut. So. Also so schaut es halt dort aus. Also wirklich sehr schön, ja, kann man sagen. Und so schaut dann der Föhrenbaum aus. Das wäre jetzt für Herrn Kaiser auch das Stichwort. So, das ist jetzt für Herrn Kaiser das Stichwort, genau. Und das sieht man dann im Wald. So, und jetzt kommt der Herr. Wie man es macht, genau. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Johanna. Ich darf vielleicht beginnen mit der Arbeitstechnik. Der Pecher geht im Winter in den Wald und besorgt sich einen ca. 20 cm starken, geraden Baum, um die Leitspäne für das Fürhacken des Baumes zu schneiden. Ja, jetzt kommt's. Ja, das ist also ein Film bei mir zu Hause im Wald. Da sieht man schon die ersten Pechbäume in einer gewissen Höhe. Heuer das fünfte Jahr gepecht. Da geht es noch einfach. Da brauche ich noch keine Leiter.
Ich bin also da gerade beim Hobeln, das heißt, ich muss jede Woche von Mai bis Ende September einmal zu jedem Baum hingehen und eine circa 2 cm lange Schnittfläche runterschneiden, damit der Harzfluss offen ist. Am dritten und vierten Tag des Schnittes macht die Wunde wieder zu und ich muss den Vorgang nächste Woche wiederholen. Ja, ein Berufsbecher. Was glauben Sie, wie viele Bäume hat ein Berufsbecher bearbeiten müssen, damit er mit seiner Familie leben hat können? Ich spreche jetzt von einem Zeitraum in der Jahrhundertwende bis in die 70er Jahre. 1972 ist das Becherhandwerk bzw. die Harzgenossenschaft in Piesting geschlossen worden. Und es waren dann nur mehr Nebenerwerbspächer. Aber ich frage mal in die Runde, was glauben Sie, wie viele Bäume? 100. Ja, wer bietet mehr? 500. Ja. Hubert, was vermutet? 200. Ja, also man muss da ein Null mindestens dazugeben. Es waren ungefähr so zwischen 3.000 und 4.000 Pechbäume, die ein Becher pro Saison bearbeiten hat müssen. Ja. Jetzt die nächste Frage, was glauben Sie, welche Menge an Harz wird uns ein Baum in der Saison geben? Es hängt ein Topf drauf, da wo ungefähr 70 Dekagramm Harz hineinpassen. Das ist ein Topf. Und wenn du ihn, liebe Johanna, umdrehst, da sind vorne 3 Initialen oben. Das sieht man da. LGP. Das ist die Abkürzung. Landwirtschaftsgenossenschaft Piesting, genau, weil die waren absolut, ja, das weiß ich, weil ich war nämlich als Mädchen die Person, die diese Pechheferl auf meiner Höhe rausgeholt hat, da gab es dann immer sozusagen, die wurden da so hineingeklemmt, dann ist das Pech-Harz hineingeronnen und ich habe dann die Heferl rausgeholt und zu einem Fass, das war in dem Fall ein Holzfass, später dann ein Kunststofffass und das da hineingeleert. Ne? Und das ist ein recht mühsames Geschäft, wenn man sich die Menge vorstellt. Herr Kaiser, können Sie auch vorhersehen, wann ein Gewitter kommt, auch wenn der schönste Tag ist, wenn Sie einen Baum schneiden? Mein Opa konnte das nämlich, ich habe mich immer gewundert. Schönstes Wetter, blauester Himmel und er hat gesagt, in 3 Stunden gibt es ein Gewitter. Und das stimmte immer. Und das konnte ich mir überhaupt nicht erklären, aber das hat wohl mit der Art und Weise zu tun, das merkt man, wenn man einen Baum schneidet. Das muss mit der Aufladung der Luft zu tun haben. Wenn man zeitig in der Früh unterwegs ist und der Becher ist ja meistens ein Morgenmensch, wenn man sich vorstellt, ein Berufsbecher hat in der Zeit, sagen wir mal in der Jahrhundertwende des vorigen Jahrhunderts, müssen um 2 Uhr in der Früh aufstehen, ist dann ungefähr 2 Stunden unterwegs gewesen, bis er zu seiner Arbeitsstelle gekommen ist. Ja, die Barbara ist in einer Gegend, wo schon das Berggebiet anfängt. Maintal, da gibt es also dann schon Berge, die gehen dann schon zwischen 800 und 1000 Meter in die Höhe. Und auch ganz am Berg oben sind die Pechbäume gestanden. Und da hat der Becher müssen natürlich zeitig aufstehen und 2 bis 3 Stunden unterwegs, bis er mal zu seinem Arbeitsplatz gekommen ist. Anschließend ist er dann hat er dann gehobelt, sage ich einmal, und hat am 11 Uhr vormittags seine Mittagsrast begonnen, im Hochsommer, hat dann Pause gemacht bis ca. 13, 13.30 und hat dann anschließend bis am Abend weitergemacht. Wie viele Bäume macht man in der Stunde zum Beispiel? Ja, das ist eine gute Frage, das kommt auf den Arbeitsvorgang drauf an. Beim Hobeln kann er, wenn er keine Leiter braucht, so ungefähr
1000 Bäume am Tag schaffen. Muss man sich vorstellen. Ne? Jetzt geht man von einem Baum zum nächsten, hat einen gewissen Abstand. Ja, das sind meistens so 15 bis 20 Meter. Jetzt kann man sich ausrechnen, was das für eine Strecke ist. Und wenn ich jetzt dann noch sage, der Pächter muss rund 30 Mal pro Saison zu jedem Baum hingehen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie viel Arbeit das war. Es war ein Knochenjob. Ein Berufspächer hat mir einmal erzählt, er hat in seiner Jugendzeit eine Lehre begonnen, die hat ihm aber nicht getaugt und er ist dann in den Pechwald gegangen. Und er war ein bisschen korpulenter. Und er hat in der ersten Saison 20 Kilogramm abgenommen. Also kann man sich vorstellen, dass das die Arbeit, also kein Spazierengehen ist im Wald. Aber jetzt noch zu der Frage, wo ich gesagt habe, was würden Sie schätzen, wie viel wird uns ein Baum in der Saison spenden? Ein Gefäß, ja. Was würden Sie schätzen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Saison beginnt mit dem Hobeln in der ersten Maiwoche. Ja, geht dann über den Hochsommer drüber und bis Ende September. Also da komme ich ungefähr 20, 22 Mal zum Aufschneiden pro Woche. Es wird mehr sein, nicht? Es ist ein bisschen mehr, ja. Also mit einem Gefäß werden wir da, ja, im Durchschnitt bekommen wir circa 3 Kilogramm, ja, pro Baum. Es ist aber jeder Baum verschieden. Ja. Ja, es ist eine Verletzung. Und der Baum schützt sich, indem er ihm das Harz rausgibt und seine Wunde verschließt. Und ja, je nachdem, wenn ich jede Woche schneide, verschließt sich das und das wird dann eine Lachte, die ca. 30, 35 bis 40 cm hoch ist. Da klebt ungefähr jetzt im Herbst, wir sind jetzt bei der Ernte, bei dem Flüssigen aus dem Heferl, und das, was an der Lachte kleben bleibt. Und das sind ungefähr jetzt drei so Becher voll Harz flüssig und ungefähr 20 Dekagramm Scharharz. Das wird mit einem Schurz und mit einem Pechkrickel, mit einem Werkzeug, das also eine breite Klinge hat und einen längeren Stiel, runtergeschabt in den Schurz. Ja, und was man jetzt auch schon sieht, dass sich sehr viel verändert hat, auch in diesem Geschäft, nennen wir es mal so, dass es extrem harte Arbeit war und dass man, also körperlich auch wirklich hart, und dass es auch von der Bezahlung her, also das ist sicher auch nichts, wo man damals schon reich werden hat können, also zumindest nicht die, die dann auch die Waldarbeiter waren, sagen wir es mal so. Das kommt dann darauf an, wer dann auch der Waldbesitzer war mitunter. Und Johanna hat jetzt auch so ein paar Materialien mit, wo man sehen kann, was das für ein wirklich wichtiger Wirtschaftsfaktor einmal war, wie bedeutend das war auch, also, und du hast ja dann auch noch diese Aufrufe. Ja, also es war bis in die 70er Jahre wirklich ein ganz bedeutender Wirtschaftszweig, also vielleicht nicht für die Becher, aber prinzipiell war es ganz wichtig, dieses Terpentin zu haben. Das war einfach ganz, ganz wichtig. Die Firma Furtenbach war eine ganz wichtige Firma, die war ganz eine riesige Firma, und es war ganz offensichtlich auch ein kriegswichtiger Rohstoff, ja, was ja auch klar ist, weil sozusagen Terpentin, also beziehungsweise das Harz, braucht man für mehr oder weniger alles. Also ohne diesen Rohstoff, also ohne dieses Lösungsmittel, kann man praktisch keinen Anstrich machen. Man braucht es für, was weiß ich, zum Beispiel als Saubech und so weiter. Also es hat eine riesige Rolle gespielt in der Ökonomie. Man merkt es auch daran, dass zum Beispiel bei dem amerikanischen Krieg aus Nord-Südstaaten, da ist plötzlich der Preis für das Harz,
und für das Terpentin ins Unermessliche gestiegen, weil es gab immer schon sehr, also es gab ja, Amerika ist ja der größte Pechproduzent gewesen und das hat natürlich sehr auf den Markt sich ausgewirkt. Also es war ein sehr wichtiges, ein wichtiger Rohstoff eben bis in die 70er Jahre. Ja, man kann, was ich interessant finde, dass man an dem Material kann man wirklich auch Veränderung, also es ist wirklich Wirtschaftsgeschichte, die man nachzeichnen kann. An dem Material und auch an der Art und Weise der Bearbeitung, des Einsatzes und auch wie weltweite Verflechtungen dann ausschauen und woher dann auch der Ersatz kommt, beziehungsweise warum dann dieses Harz dieser Region, jetzt dieser Region in Österreich, nicht mehr gefragt war. Und wenn man jetzt wieder in die Gegenwart kommt, dann haben Sie ja gesagt, dass es jetzt wieder eine ganz andere Nachfrage gibt. Wundert mich jetzt auch nicht. Also dass es plötzlich auch wieder von Interesse ist, dass auch vor allem, also das erzählen Sie dann selber vielleicht, weil das wäre jetzt auch interessant zu sagen, aus der Gegenwart nochmal auch zu schauen, wie hat sich das verändert und warum ist jetzt plötzlich wieder so ein Interesse an dem Material da? Ja, also es sind jetzt sehr viele junge, jugendliche Leute bei mir, die meistens im April mache ich einen Pecherkurs. Das heißt, ich zeige das Handwerk und mein Kollege, der Robert, zeigt dann weiter, wie man das Harz weiterverarbeitet. Er macht zum Beispiel eine Harzcreme. Und das kommt sehr gut an. Und da kommen natürlich verschiedene Leute, meistens Studenten oder von der BOKU. Und da sind zwei junge Mädels, sage ich einmal, ganz spontan gekommen und haben gesagt, ja, wir stehen da beim Pechbaum. Weißt du, lieber Bernd, es hat auch einmal das Kauharz gegeben, das für mich nicht sehr bekannt war. Und die haben jetzt am Markt einen Kaugummi zuckerfrei produziert in zwei Noten, und zwar in Erdbeer und Waldminze. Und sie sind also momentan noch dabei, die Rezepturen ein bisschen zu verfeinern, die Konsistenz zu verändern, vielleicht noch eine neue Geschmacksrichtung dazu bringen. Wir sind leider in der Lage, dass wir momentan zu wenig Rohstoffe haben. Es wird so viel Harz verarbeitet, dass wir, wenn wir jetzt pro Baum 3 Kilogramm haben und wir bearbeiten ungefähr 500 Bäume gemeinsam, dann kann man ungefähr, haben wir mal 1500 Kilo Harz. Das ist wesentlich zu wenig. Und jetzt suchen wir halt junge Leute, die uns unterstützen und einen Rohstoff produzieren. Das ist jetzt zum Beispiel eine Delegation, sage ich einmal, von uns nach Spanien gefahren, nordwestlich von Madrid. Die Stadt heißt Coca. Und dort gibt es eine Firma, die dort Harz produziert und Harz verarbeitet. Und die Leute arbeiten dort mit jugendlichen Arbeitslosen. Die haben eine sehr hohe Arbeitslosenrate, jugendliche Arbeitslosenrate. Und die verarbeiten dort sehr viel Harz und haben uns in Österreich schon angeboten, Harz, ob wir nicht Harz brauchen. Und jetzt gibt es natürlich dort verschiedene Methoden auch. Die haben dort zum Beispiel eine Motorsäge kreiert mit einem Fräser drauf, wo man natürlich das vielleicht einfacher machen könnte. Der Innovation sind keine Grenzen gesetzt. Aber unsere Methode, wo wir mit unserem alten Hobel, der jetzt schon 70, 80 Jahre, also auch von meinem Großvater her, wo wir das bearbeiten, und es wird wahrscheinlich nichts Besseres geben. Denn der feine Schnitt und keine Späne im Harz drinnen, man muss sich vorstellen, mit einem Fräser habe ich viele feine Späne im Harz drinnen und das ist natürlich nicht so günstig. Wie ich das erste Mal den Herrn Kaiser besucht habe, da sind wir dann zu sprechen gekommen auf eine Publikation aus den 80er Jahren von Wilhelm Schmidt und Heinz Zibulka, die schon in den 80er Jahren recherchiert haben, auch den Herrn Kaiser schon getroffen haben. Eine total interessante Publikation, die natürlich auch noch aus einer anderen Zeit ist. Und aus einem Artikel aus den 60er Jahren möchte ich ja kurz was vorlesen. Noch um 1860 und 1870 durchzogen
Banden von Pechkratzern die Wälder des, im Bezirk Tachau, zumal der Ausfall des amerikanischen Harzimports während der Zeit des Bürgerkriegs 1861 bis 1865 erhöhte Preise brachte. Dies verlockte die Bevölkerung trotz Verboten immer wieder zu dieser heimlichen Arbeit. Dabei kam es zwischen Bechern und Forstleuten oft zu heftigen Schlägereien und erschossene Pichler wurden wie gefallene Wildschützen im Walde verscharrt. Ja, also ich meine, das mag eine Räuberpistole sein, was aber schon sicher ist, dass es offensichtlich so ein wichtiges Produkt ist, dass man sich da darum wirklich gestritten hat. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es sozusagen mehr oder weniger am Anfang der Menschheit man einen Harz, einen Kinnspan braucht und so. Also das hat eine unglaublich lange, wichtige Geschichte. Und es ist jetzt eigentlich durch diese Verbindung mit dem Über und mit dieser internationalen Vernetzung, die sozusagen der Bernhard jetzt auch wieder macht, wird es eigentlich wieder noch interessanter, weil man das mehr im Kontext der Ökologie und mehr im Kontext dieser Waldnutzung sieht. Also das hat man ja jetzt nicht gemacht, aber jetzt sieht man das vielleicht mehr in einen internationalen Kontext und mehr in den Kontext der Waldnutzung und da gewinnt das jetzt wieder an Bedeutung, was eigentlich die Bedeutung fast verloren hat. Ja, und das ist auch die Chance. Also da könnte man sagen, das ist wieder das Gute an einer Globalisierung, dass tatsächlich auch Menschen sich vernetzen und damit auch, also das ist ja auch ein super Beispiel, was Sie da genannt haben, dass man jetzt sich mit den Leuten in Spanien austauscht und dass das aber jetzt nicht so wie im Falle der Transformation in den 70er Jahren, dass etwas verschwindet und wir haben ja vorhin gesagt, es ging so weit, dass es fast verschwunden ist. Und es ist gerade noch nicht verschwunden und jetzt gibt es plötzlich wieder dieses neue Interesse, jetzt gibt es wieder diese Bewegung und die ist auch eine, die sich über die Region hinaus mit anderen Regionen in der Welt vernetzt und aus dem kann natürlich auch extrem viel entstehen. Und dieses Buch von Zivulka und Wieland Schmidt ist deshalb so interessant, weil die haben es auch zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo letztendlich auch das Becherhandwerk, ich nenne es jetzt mal so, schon quasi nicht mehr da war. Und das ist eine Kulturgeschichte auch des Bechens, mit Hilfe von Fotos und Texten erzählt. Also das ist eine der großartigsten Publikationen, die ich auch kenne. Also insofern, die spricht von einer bestimmten Zeit, ist ganz signifikant für die 80er Jahre, aber es ist in sich einfach echt zu empfehlen. Sollte man sich mal anschauen und lesen. Ja. Und da kann man den Herrn Kaiser auch sehen. Also ja, man erkennt ihn. Man sieht ihn, ja. Also, ja, man erkennt den Herrn Kaiser und das ist natürlich ganz lustig. Das hat so eine Zeitschiene. Ja. Also, es ist, und ja, also es hat natürlich auch ein bisschen so was Geheimnisvolles und auch ein bisschen so etwas, fast ein bisschen was Mystisches. Es gibt auch viele so Sagen, die sich drum ranken, ob man das bei Vollmond oder du kennst es sicher alles, ob man bei Vollmond was machen darf oder wenn irgendwas blüht oder das ist doch auch so ein Thema. Oder kennst du da nichts, ist es nur eine Sage von diesen... Es ist ein Blödsinn oder es so? Blödsinn will ich nicht sagen, aber es ist... In der Waldwirtschaft ist es so, dass man also beim Bäumeschlägern schon schauen auf die Mondphasen. Und bei der Harzgewinnung hat es sicher Becher gegeben, die auf das auch Rücksicht genommen haben. Zu meiner Zeit, wie man da jetzt auf dem Foto sieht, das ist also sind meine Lehrjahre beim Cousin meiner Mutter, den man da sieht mit weißen Haaren. Dieser Mann hat 60 Jahre im Pechwald gestanden und hat nie einen Urlaub genossen. Er ist Jahrgang 1909 und hat tausende Bäume bearbeitet, noch in eine Höhe, wo ich schon lange sage, ich bin zwar damals sportlich gewesen, aber das ist mir zu hoch. Es war eine Höhe von fast 6 Metern in die Höhe. Das heißt, man hat eine Leiter gebraucht mit 18 bis 20 Sprossen. Wäre heute undenkbar, denn die Waldstruktur verändert sich. Und zwar nicht ein bisschen, sondern ganz rasant. Ökologisch sehr wichtig. Aber man könnte mit einer
4 Meter hohen Leiter heute durch den Wald, den der Cousin meiner Mutter bearbeitet hat, nicht mehr durchgehen. Es gibt sehr viel Unterwuchs, und das ist wichtig, den bei den Temperaturen, die wir heute im Sommer haben und ohne wesentlichen Niederschlag, die Krautschicht unten austrocknen würde. Da sieht man im Hintergrund, sieht man, wenn wir das Bild jetzt näher fahren, sieht man sehr viele junge Bäumchen und nur 3 Pechbäume. Die 3 Pechbäume, die da im Vordergrund sind, so hat der Wald vor rund 50 Jahren oder länger ausgeschaut. Da hat man können mit der 4 Meter langen Leiter durchgehen. Heute ist es undenkbar. Also für die Harzgewinnung mühsam, aber für die ökologische Seite sehr wichtig. Ich finde es ja auch interessant, zum Beispiel, also diese Aufstiegsmöglichkeiten. Nicht? Also in Sumatra ist das ja ein Seil und man steigt in diese Löcher hinein. Ne? Also das ist einfach ganz anders. Aber man würde ja in Sumatra würde man ja niemals mit einer Leiter dort gehen können. Das wäre ja nicht einmal, da braucht man nicht einmal dran zu denken, dass man mit einer Leiter durchgeht. Ich meine, es ist auch extrem sportlich in der Gegend, in der Sie sind, mit einer Leiter bei diesen Steigungen. Also das nicht nur, dass die Leiter hoch ist, sondern man muss auch bedenken, das Gelände ist auch hoch. Und die Leiter dann entsprechend auch anzulehnen, das war wirklich eine hohe sportliche Leistung. Aber das heißt, der Wald verändert sich. Was ich immer am Föhrenwald so geschätzt habe, dass es so lichte Wälder sind, das könnte bald auch Geschichte sein. Sind sie nicht mehr so licht. Aber wenn Sie sagen, das ist gut, weil das Wasserproblem hatten Sie heute auch schon genannt, dass es zu wenig Wasser dann auch gibt, also zu wenig Regen. Und insofern ist natürlich ein Unterwuchs gut. Von dem her, das stimmt. Aber das heißt, diese Wälder verändern sich auch enorm und man braucht da auch, ja. Arbeiten Sie da mit Leuten zusammen, also mit Spezialisten, die dann sagen, ja, wie würde sich der Wald verändern und was braucht es? Ja, wir sind also auch mit Leuten von der Bodenkultur unterwegs und mit verschiedenen Spezialisten, die uns sagen, so könnte man den Wald bewirtschaften. Wir haben in unserer Region sehr, sehr einen hohen Wildstand. Das heißt, wir haben vom Niederwild bis zum Hochwild, Schwarzwild haben wir alles bei uns. Und es gibt natürlich Wälder, wo oder Gebiete von Wäldern, wo also das Wild allen Unterwuchs praktisch wegfrisst. Und dort ist es natürlich möglich, dass man diese Bäume bearbeiten kann, weil da kann ich durchgehen. Aber es gibt dann Gott sei Dank viele Seiten, wo man im Hintergrund jetzt das auch sieht, dass es verwachsen ist. Ich glaube, wir haben ja, vielleicht alle. Ja, vielleicht gibt es einmal Fragen. Ja, könnten wir schauen. Ich wollte nur dazu sagen, diese Form zu pechen ist ja schon eine sehr, wie soll man sagen, technologisch hochstehende. Ja? Weil, also da ist das ja sehr schön, weil das Pech oder das Harz ist ja relativ sauber dann. Ne? Also das kommt in den Häferl und man muss da nicht mehr viel tun. Also die vorhergehende war diese Grandl-Methode, da hat man in den Baum sozusagen so hineingehackt oder hineingeschnitten. Da sind ja Späne hineingeschoben, also die ja von einem anderen Baum kommen. Also das ist ja nicht, also das, was man da so sieht, diese V-Form, das ist ja nicht von diesem Baum, das ist von einem anderen Baum, die sind vorbereitet, das heißt, das Pech wird so geleitet, ja, und das geht dann in dieses Heferl hinein, also in dieses zum Beispiel. Ja. Also das heißt, es ist schon eine sehr ausgefeilte Art zu arbeiten. Ja. Das ist dann sehr sauber eigentlich, das Pech, und das ist sehr schön und also beim Grandl wird der Baum viel mehr verletzt. Also da schneidet man sozusagen in die Rinde des Baumes selber hinein und das Pech sammelt sich so in so einer Art Kuhle, die so unten bei dem Baum ist. Da hat natürlich der Baum eine viel größere Verletzung. Der ist da viel weniger verletzt. Also ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, dass 60% dem Pecher gehören und 40% dem Waldbesitzer, oder stimmt das nicht? Ist das ein Blödsinn? Das war so.
Das war so einmal. Vor langer Zeit, also nach dem Ersten Weltkrieg, war die Sache so, dass der Pecher 40% seines Lohnes oder von dem Rohstoff bekommen hat und 60% der Waldbesitzer. Dann hat der Waldbesitzer gesagt, oder der Pecher gesagt, ja, das ist mir leider zu wenig. Dann war es einmal 50-50. Und jetzt in der letzten Phase der Pecherei hat 60% der Pecher bekommen und 40% der Waldbesitzer. So, jetzt schaue ich mal, oder, in die Runde, ob jemand fragen möchte. Ich möchte ganz einfach auch an der Ökonomie anschließen, wenn Sie jetzt gesagt haben, eben diese 40, 60 bis jetzt eben umgedreht. Was bringt denn jetzt eigentlich so ein Kübel? Oder wie hat sich das jetzt verändert? Ja, also wie ich damals angefangen habe, vor langer Zeit, waren noch die Schilling. Und da hat man für das Kilogramm Harz von der Harzgenossenschaft einmal eine Anzahlung bekommen. Und über den Winter ist dann abgerechnet worden und im Februar meistens war dann die Abrechnung und das waren so ungefähr um die 6 Schilling. Das war in den 70er Jahren. Ja. Wie die war natürlich, kann man heute mit heute nicht mehr vergleichen. Pro Kilogramm. Fürs Rindharz, fürs Schaharz, das eine etwas mindere Qualität ist, hat man natürlich weniger bekommen. Das waren meistens eine Differenz von 50 Groschen, 60 Groschen in etwa. Heute sind wir bei einem Preis, ich habe jetzt natürlich verschiedene Harze. Es gibt das Harz von der Schwarzföhre, es gibt das Harz von der Weißföhre und es gibt das Harz von der Lerche. Und wenn man jetzt von den verschiedenen Harzarten eine Harzcreme zum Beispiel macht, dann lässt sich eine Creme von dem Lerchenharz am besten machen, sage ich einmal. Da tue ich mir meiner Schwarzföhre leider das Geschäft verderben. Aber das Harz der Lerche kristallisiert nicht. Da gibt es also scheinbar Stoffe drinnen, das haben also die Spezialisten festgestellt. Bei der Weißföhre und bei der Schwarzföhre kristallisiert das Harz. Es bleiben nur circa rund 5% von dem Rohharz bleiben im flüssigen Bestandteil übrig. Ja, hier sehen wir auf dem Bild eine Koje vom Waldbauernmuseum in Guttenstein. Wer einmal in die Richtung kommt, wo Ferdinand Raimund seine Stücke präsentiert, ist Guttenstein ein Museum gewidmet, das vor rund 50 Jahren begonnen hat, Dinge zu sammeln, Werkzeuge, Materialien zu sammeln, weil man damals schon gesagt hat, diese Dinge werden in kurzer Zeit verschwinden. Und wir haben 2015 das 50-jährige Bestehen des Waldbauernmuseums gefeiert. Und am Wochenende haben wir da ein spezielles Programm aufgestellt. Jedes Wochenende ist eine andere Berufsart, die leider dann schon verschwunden ist, zum Beispiel die des Korbflechters, des Kalkbrenners, des Bottichbinders und so weiter, Kohlenbrennen zum Beispiel. Das kann man sich alles da in Guttenstein in dem Museum anschauen. Es gibt ganz wenige, die das noch können, das ist richtig. Es ist alles archiviert und es ist auch schon digitalisiert worden. Das haben die Leute von der BOKU gemacht und das, glaube ich, ist ganz toll und wichtig. Die Frau Professor Ast war eine Legende, die über die Volkskunde in Niederösterreich sehr viel gewusst hat. Leider Gottes ist natürlich jetzt auch schon weit über 90 Jahre alt und nicht mehr so geistig rege. Aber es gibt natürlich Nachfolger, die Tochter macht das wunderbar und das Museum ist sehr sehenswert. Wer es einmal in die Nähe kommt von Guttenstein, kann sich das anschauen. Es gibt dann ein spezielles Museum, und zwar ist das das Pechermuseum in Herrnstein. Herrnstein und Pisting waren sozusagen die Zentren der Harzgewinnung in unserem Tal, Pisting und Tristingtal. Yes, may I have a question, please? First of all, thank you for a very interesting lecture. I'm also from forestry background and it's dear to me. Even though we don't have the tradition, or where I worked, we didn't have a tradition of collecting the resin.
But I wanted to ask, we did several different techniques, for example, picking up the cones from the top of the trees to get the seeds for the three kindergartens. And the main tool for it that you use is the spikes that you have adjusted to the feet, to the boots, and so you harm the tree. And very often happened that the tree died after that we picked up the cones. So I wanted to ask you about that, how you keep the balance. As we know, the resin is mostly produced to stop the insects of coming into the tree. So when you expose such a bigger parts of the trunk, then how you know when it's enough? Or because naturally you want to keep the tree alive to keep producing. So if there are any techniques or signs that you follow, thank you. Danke. Ja, also die Frage war, wie kann der Baum das überleben? Hält er das aus? Es gibt bei mir einen speziellen Baum, der ist auf fünf verschiedenen Seiten, also einen Baum auf fünf verschiedenen Seiten geharzt. Ich bin jetzt auf der fünften Seite und wenn man also diese Jahre zusammenzählt, wird man ungefähr auf 80 Jahre kommen. Da haben also schon drei Generationen vor mir diesen Baum bearbeitet. Und dieser Baum, wenn man da hinaufschaut, hat eine ganz tolle Krone und ist vital wie eh und je. Natürlich, wenn ich jetzt den Baum bearbeite und das Harz gewinne, wird natürlich das Wachstum geschwächt. Das ist richtig. Aber der Baum stirbt nicht ab. Und wenn ich habe leider heute keinen Querschnitt mit, wenn man sich also diese Scheibe anschaut, ja, hier sieht man einen Querschnitt. Ja, wenn Sie jetzt an die linke Seite schauen, da stehen vier Scheiben, glaube ich. Und da sieht man also diesen Querschnitt. Ja, schau mal. Ja, genau. Sehr schlecht fotografiert. Ja, passt schon. Der ist auf 1, 2, 3. Ja, der rechte von den vier Scheiben ist auf drei verschiedenen Seiten geharzt. Ja, und diese Flügel, die da wegschauen, die Ohrwascheln sozusagen, das nennt man das Leben. Ein Baum wird ungefähr mit 10 cm Leben auskommen. Wenn ich das jetzt bei einer Fichte machen würde oder bei einer Eiche oder bei einer Buche, würde der Baum in kurzer Zeit sterben. Die Schwarzföhre ist unser harzreichster Baum und ist unverwüstlich in der Weise. Ich habe hier noch eine Frage, bitte. Ich hätte eine Frage. Ich habe heuer ein Rechercheprojekt gemacht um das Dreiländereck Ungarn, Slowenien, Österreich. Also ich komme auch aus der Gegend und da hat man mir in Prekmurje, also das ist so das slowenische Übermoorgebiet. Man muss dazu sagen, dass diese Gegend, dass das auch immer arme Gebiete waren, so Pechbäume gezeigt. Also das Projekt handelte von Pflanzen und um das Dreiländereck herum. Und die haben mir, wenn ich das richtig verstanden habe, gemeint, dass das bis vor 20 Jahren dort noch ein Gewerbe war. Wo ich mich dann aber im Nachhinein nicht sicher war, jetzt wollte ich Sie fragen, wissen Sie das, ob das irgendwo noch bis vor kurzem sozusagen in Betrieb war? Ja, also es gibt ein paar Recherchen, wir sind also immer noch am Suchen und das ist natürlich eine tolle Sache. Aus Slowenien kenne ich leider nichts, aber ich kenne zum Beispiel aus Ostdeutschland eine Gegend und zwar, ich glaube es ist in Thüringen oder in Sachsen und zwar heißt die Stadt, jetzt fällt es mir nicht ein, wo die Weißföhre heute noch gepecht wurde. Und wie 1989 der Umbruch war, hat man dort großflächig aufgehört zu harzen. Aber es gibt noch scheinbar eine Familie, die dort das Handwerk noch weiter betreibt. Das ist also so ein kleines Einod, wie es bei uns zu Hause ist, ist auch dort betrieben worden. Wenn ich Ihnen das Foto zeige, dann werden Sie wahrscheinlich an der Verwitterung oder an der Vernarbung erkennen, wie lange das her sein könnte.
Das wäre ganz eine tolle Sache, ja, das wäre super. Dann hätte ich bitte noch eine Frage, dieses Saupech. Ja. War das dann von dem Pech aus der Gegend oder so? Ja. Oder war das Weißföhre, Lerche oder Rotföhre? Das war zum Großteil die Schwarzföhre. Also Weißföhrenwälder gibt es bei uns doch, aber in der Mischung. Ja, wenn man also jetzt da zum Beispiel die Südautobahn fährt. Na, ich kenne das ja, wir hatten das ja auch daheim. Dann gibt es die Monokultur vom, ich sage einmal, vom Leopoldsberg, die ganze südliche Wienerwald bis am Fuße der Rax, also einschließlich des Höllentales, der Südostabfall der Rax. Dort gibt es auf ca. 80.000 Hektar gibt's die Schwarzföhre. Die Tendenz ist aber stark sinkend, denn es gibt leider Gottes auch einen Pilz, in der Kombination mit der Trockenheit, der unsere Schwarzföhren sehr in Mitleidenschaft zieht. Und das ist leider Gottes ein Problem. Wir haben im Sommer 3-4 Monate viel zu wenig Niederschlag. Und das ist halt leider im Osten von Österreich, ist es halt leider so. Und da gibt es halt ein großes Problem. Was mir jetzt noch einfällt, ist mit dem Saupech. Das ist weg, das macht man nicht mehr, das kann man auch, man darf das auch nicht mehr machen. Weil das ist nämlich auch interessant, als Kind bei uns, ich war ja auf dem Bauernhof aufgewachsen und so war das eben. Man hat dann die Sau, die lag im Trog, dann kam das Pech auf die Ketten und dann wurde das so durchgeschüttelt. So. Aber das geht jetzt nicht mehr, also man macht das nicht mehr. Ich habe es in Slowenien noch gekauft, das Saupech, in der Genossenschaft. Wäre jetzt interessant, möglicherweise ist es in Slowenien möglich. Vielleicht dürfen die noch. Die dürfen das, aber bei uns geht es meiner Meinung nach nicht, oder? Ja, aber wie kriegen die das wusste ich gar nicht, aber interessant. Ja, das wird heute automatisiert. Das ist, diese Hausschlachtungen, die gibt es ja auch immer weniger, weil es so rechtliche Auflagen gibt, so viele Einschränkungen in Österreich, dass man das kaum mehr machen kann, weil man die Auflagen nicht erfüllt. Also von hygienischen Standards und. Also das ist hier interessant, dass es das noch gibt, ist gut. Aber man sieht, dass das auch mit sehr vielen Dingen wieder, es hängt alles mit allem zusammen. Und wenn dann die Einschränkungen und die Rechtsgrundlagen, die sind dann so einengend, dass dadurch auch bestimmte Dinge verschwinden, auch wenn sie durchaus sinnstiftend im Sinne einer Nachhaltigkeit wären. In den 80er Jahren haben wir noch ca. 80 Tonnen Kolophonium für die Hausschlachtung verkauft. Und heute gibt es noch einige wenige, die das privat zu Hause machen. Also wie gesagt, die Barbara hat schon gesagt, die rechtlichen Bedingungen, wenn man also da nicht einen hygienischen Schlachtraum hat und, da gibt es jede Menge Vorschriften und somit hat sich die Hausschlachtung fast zur Gänze aufgehört. Und natürlich auch der Verbrauch von Kolophonium. Herr Kaiser, was wir aber vielleicht heute noch nicht gesagt haben, wenn irgendwelche Musikanten unter uns sind, es gibt also nicht nur das Kolophonium fürs Schweineschlachten, sondern auch für unsere Orchester, für das Geigenharz. Ja, da braucht man natürlich jetzt nicht diese tausende Tonnen von Harz, aber man braucht jede Menge. Und die Qualität von dem Harz muss natürlich sehr hoch sein. Das sind also nur so diese kleinen Würfel. Es gibt da in Wien die Firma Petz. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ja, nicht, das hat mit Zuckerl jetzt nichts zu tun, aber das ist die Firma, die das Kolophonium für die Geigenspieler produzieren. Ich habe jetzt noch die Frage, Herr Kaiser, Sie tun schon noch Pechen. Das habe ich richtig verstanden. Aber als Hobby. Nein, als Nebenerwerb. Das ist die Frage. Also als Nebenerwerb. Wir pechen ungefähr seit, ich bin jetzt in der 35. Saison, das heißt, es hat also nie aufgehört. Es hat also Phasen gegeben, da habe ich um die 1000 Bäume gepecht und dann hat es wieder eine Phase gegeben, die wenigste waren also rund 70 Bäume. Da war eine Phase, da hat man das Harz nicht mehr gebraucht und dann waren wir schon so weit, dass man gesagt haben, wir werden aufhören. Und jetzt ist wieder eine Phase, wo doch junge Leute Produkte kreieren und das freut uns.
Wir haben also vor rund 5 Jahren ein LEADER-Projekt begonnen und im Zuge dieses Projektes haben uns, sind wir ungefähr so 20 Gruppen. Es gibt eine Broschüre, die habe ich leider nicht mit heute, und das nennt sich die Care-Fördernden, in der Mundart gesprochen. Jetzt weiß ich nicht, was Sie mit Care verbinden, ob Sie verstehen, was Care heißt. Ja, ganz genau. Das ist also dieses Holz, wo die Zelle, wenn ich den Baum verletze, sich mit Harz tränkt. Und dieses Stück nennt man dann in der Mundart den Care. Und da haben wir 2 Jahre, sage ich einmal, gestritten, wie wir den Titel nennen. Und wir haben uns durchgesetzt und haben gesagt, es müssen erstens einmal nicht die Kiefern sein, sondern die Föhren. Und es muss das zweite Wort, das ist halt der Kehr. Kehr, Föhre. Also das Schwarzföhre mit Kinn gedrängt, also mit Harz gedrängt. Jetzt mit Blick auf die Uhr nehme ich noch eine letzte Frage oder Kommentar rein. Ja, ich ertappe mich bei so einer positiv konnotierten Verklärung. Ja. Ich finde das total super und im Einklang mit der Natur, und dann geht er durch den Wald und hat irgendwie noch eine Beziehung zu den Bäumen und so weiter und so fort. Und irgendwie ist das ja auch der Zeitgeist, dass wir irgendwie das Gefühl haben, da geht ein Wissen verloren, das früher angewandt wurde. Aber man könnte es auch umdrehen und sagen, Gott sei Dank muss der arme Mann jetzt nicht 80 Tage pro Jahr rausgreien und den blöden Baum schnitzen, sondern ein Roboter erledigt eine andere Arbeit, die ihm so viel Einkommen ermöglicht, dass sie nicht mehr davon leben müssen. Also ich wünsche es ihnen ein bisschen gerade. Aber ich frage mich halt, also auch daneben ist dieses Sonnenviertel, wo die auch hoffen, dass das Kleingewerbe einzieht ohne Ende, und das sind dann Kaffeeröster und von mir ist Kaugummi-Harz-Züchter und so. Aber das ist ja alles, also... Ich frage mich, was ist da für ein Zeitgeist in der Luft, dass wir das sozusagen irgendwie nostalgisch dem irgendwie nachweinen und das aber gleichzeitig so ein bisschen verklären, so wie die Arbeit ist irgendwie wurscht, weil ich glaube, das ist eine ziemlich harte Arbeit eigentlich, die Sie total harte Arbeit freiwillig gemacht haben oder weiterhin freiwillig machen. Und irgendwie, glaube ich, stimmt irgendwas nicht zusammen in meinem Kopf. Es stimmt hervorragend zusammen, auch im Sinne der Ökonomie, aber ob man das gut findet, das ist am anderen. Also ich nenne es immer das Manufaktum-Prinzip, also dass man die gute alte Zeit wieder entdeckt, dass das aber dann sozusagen auch so ein bestimmtes Segment wird, was dann eher ein Hochpreissegment wird, deshalb passt das da ganz gut mit dem Kleingewerbe. Und es hat was mit so einer Sehnsucht zu tun, nach der guten alten Zeit und nach Authentizität und auch mit einem nicht entfremdeten Schaffen, dass man etwas tut, man ist so im Einklang auch wieder mit der Natur. Und das lässt sich in dieser Weise natürlich nicht einlösen. Und dass diese Museen auch super gut besucht sind, passt auch dazu, weil man dort hingeht und sich das anschaut und ich denke, ah, das war so. Und man vergisst genau diese Torturen, die damit zusammenhängen, weil das wirklich eine sehr anstrengende und auch eine sehr schlecht bezahlte Arbeit war. Zumindest für die, die dann wirklich diese tausenden Bäume innerhalb doch einer kurzen Zeit bearbeiten mussten. Ja, und insofern würde ich sagen, das ist etwas, das ist in sich widersprüchlich, passt aber ziemlich gut auch in unsere Zeit. Also, und das hat Chancen einerseits, weil bestimmte Techniken, die verloren gehen würden, bestimmte Produkte und auch Wissen, wenn man so will. Aber es mündet so seltsam in einen Bereich hinein, der jetzt auch eine Nische ist, eine andere Nische. Und letztendlich, aber ökonomisch funktioniert er natürlich sehr gut und das garantiert dann wieder für andere Menschen ein Überleben. Also es bleibt ambivalent, man kriegt das nicht aufgelöst vermutlich. Ja, und es ist ein Fake. Genau. Ja, und es ist auch oft ein Fake, weil ich finde es lustig, dass über den Billas jetzt so handgeschrieben immer steht, Billa, und dann steht der Straßenname, aber es ist natürlich nicht handgeschrieben, aber es ist genau also dieser Geist, ja, das stimmt. Aber trotzdem gibt es eine Chance auch für bestimmte Regionen und auch für bestimmte Erzeuger an diesen Orten, auch unter bestimmten Bedingungen zu produzieren und auch andere Preise zu verlangen. Also das ist auch nicht nur negativ, würde ich sagen. So. Ich muss jetzt leider ich möchte es jetzt auch hier so stehen lassen, auch mit dieser Schlussdiskussion, in dieser Ambivalenz, weil wir sind schon drüber, über der Zeit, und der Martin Bierczek wartet auf seine Präsentation. Wir haben noch 3 Präsentationen und wir werden es eh auch nicht auflösen können. Und ich finde es gut, wenn es einfach mal so stehen kann, auch in der Ambivalenz, und möchte mich bei Johanna Kandl, bei Barbara Stein und bei Bernhard Kaiser auch herzlich bedanken. Bei Ihnen habe ich noch eine Frage, gibt es da eine Website, wo man nachschauen kann? Bernhard Kaiser.
Es gibt eine Seite bei den Care-Förderern, bitte, da kann man nachschauen, da gibt es die Termine alle. Care-Förerin nennen. Genau, wie schreibt man das? Gut. Und jetzt kann man da informell vorne noch schauen. Die Johanna sucht die Website. And Martin, I would like to ask you already to prepare for your presentation, because we will start immediately with yours. Und genau, das, wir setzen jetzt auf Englisch fort mit Martin Biacek.